Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, ein Under Euro Truck Simulator 2. Heute fahren wir von Hamburg nach Kiel und liefern Dachpappe nach Kiel. Ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag an, beziehungsweise ich nehme ihn an und los geht's, wir sehen uns gleich wieder. Okay, so, wir sind drin. Starten den Motor und fahren los mit einem Mercedes. Ich weiß gar nicht, was für ein das ist. Ich weiß nur, dass hier Euro Truck Simulator 2 aktuell sehr viele Updates macht, was mich ein bisschen nervt. Weil wenn man vor der Aufnahme immer was updaten muss, ist natürlich auch kacke, weil dann Zeit ein bisschen flöten geht, aber macht nichts. Weil montags kommt ja bei mir immer Euro Truck Simulator, deswegen. Dienstags kommt ja immer FIFA 24 und mittwochs kommt immer jetzt der eine Tycoon da. Ich habe den Namen tatsächlich vergessen. PC Tycoon, genau, der kommt dann. So. Zack, fahren wir mal rechts. Das ist ja auch krass, das Ding hat 9 Gänge. Haben die nicht sonst immer nur 8 oder so? Ich glaube, die haben sonst immer nur 8, ne? Mal gucken. Voilà. Jetzt bin ich wieder richtig. Es wird auch bald die letzte Folge von Euro Truck Simulator 2 kommen. Das heißt, es wird dann auch bald keine Folge mehr davon geben. Weil es halt eben da immer rumleckt und ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ja. Also wird bald Euro Truck Simulator 2 zu Ende gehen, die Let's Plays hier. Ich habe das Spiel jetzt auch schon ewig gespielt. Ich habe da jetzt auch schon 50, 60 Videos von. Und irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt, wo man einfach auch mal loshaben kann. Das heißt, nächste Woche kommt die letzte Folge von Euro Truck Simulator 2. Vielleicht wird es auch eine XXL-Folge, weil das halt eben die letzte Folge ist. Dann habt ihr XXL-Lags, aber da müsst ihr euch mal zufrieden geben mit. Ne, auf jeden Fall wird es bald dann, also nächste Woche, dann das letzte Video von Euro Truck Simulator 2 geben. Das hier jetzt noch nicht, aber nächste Woche ist die letzte. Und dann werde ich auch erstmal kein Euro Truck Simulator 2 mehr in Videos spielen. So, Truckers MP habe ich ja auch schon aufgegeben, weil das ist auch kompletter Kack, muss man mal ehrlich zugeben. Deswegen spiele ich das Truckers MP Spiel auch nicht mehr. Aber offscreen werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen spielen oder sowas. Im Stream sag ich schon. In den Videos werde ich das nicht mehr anzocken. Ich habe auch schon sehr viele Videos darüber gedreht. Also ihr seht es ja jetzt auch, es laggt, obwohl ich nur runterfahre und ich einen guten PC habe. Also, da ist bei mir wahrscheinlich irgendwas falsch eingestellt. Ich habe aber auch keinen Bock, das neu einzustellen. Ich werde mir sowieso bald einen neuen PC holen, von daher passt das. Was heißt bald, es dauert noch Jahre. Aber ich kann da auch jetzt nichts dran ändern. Ich habe die Grafikkarte alles schon runtergeschraubt und es leckt halt trotzdem noch. Also es liegt irgendwie an irgendwas. Aber ja. So. Okay, perfekt. So. Das geht mir auch im Sack, dass das hier rumleckt. Deswegen ist das auch mit Grund tatsächlich, warum ich da keine Let's Plays mehr drüber mache. Weil ich habe Bock, LKW zu fahren, weil ich kann ja auch viel mehr erzählen als in anderen Let's Plays. Weil hier fahre ich nur. Ich fahre hier praktisch nur und kann auch einfach erzählen. Das
kann ich beim PC zocken oder bei FIFA beispielsweise nicht. Da muss ich halt über das Fußballschwere erzählen. Ja, hier kann ich einfach mal über alles ein bisschen erzählen, bald aber nicht mehr. Ne? Also wie gesagt, die nächste Folge von Eurotoximada 2 wird das letzte Video sein. Das wird aber auch im Titel, denke ich, stehen. Die letzte Folge von Eurotoximada 2. Ja, ich glaube, ich mache auch keine XSL-Folge, weil das bringt nichts, weil es dann trotzdem rumliegt. Also, ja. Genau. Aber egal. Da kommt nämlich montags immer was anderes jetzt. Ich glaube, ich verziehe das einfach ein bisschen nach hinten. Das heißt, FIFA 24 kommt dann jetzt immer montags und dienstags kommt dann immer der PC-Zeigung. Das sind nämlich die festen Let's Plays, die ich so angesetzt habe. Ne? Also Eurotoximada 2 ist schon jetzt monatelang ein fester Platz. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch mache ich meistens immer so Let's Plays. Also wo nur jetzt wirklich richtige Let's Plays kommen. Na, natürlich Lego City Undercover und sowas, das sind auch Let's Plays. Die kommen aber nicht regelmäßig. Jede Woche. Versteht ihr, was ich meine? Neue Eurotoximada 2, PC Tycoon und FIFA kommen jede Woche. Das sieht man ja auch zum Beispiel, ne? Also Montag, Dienstag und Mittwoch kommt immer dasselbe. Aber ja. Nächste Woche ist praktisch noch alles gleich und die rauffolgende Woche dann, da gibt es kein Eurotoximada 2 mehr. Finde ich auch ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, was ich hier ändern kann. Vielleicht könnt ihr ja Leute mal in den Kommentaren schreiben, warum das hier rumleckt. Ich verstehe es nicht. Ich habe alles auf niedrig gestellt und es leckt immer noch. Das heißt, keine Ahnung warum. Ja, egal. Das geht mir natürlich auch auf den Sack, dass das hier immer rumleckt. Deswegen spiele ich lieber Spiele, die nicht lecken. Und ja. Genau. Ich habe übrigens jetzt ein neues Asphalt Legends installiert. Ihr kennt ja vielleicht noch die Let's Play-Reihe von Asphalt Legends 9. Das Spiel konnte ich aber irgendwann nicht mehr weiterspielen, weil es nicht mehr gestartet hat. Also das Spiel ging irgendwann nicht mehr an. Nicht mehr gestartet und dann musste ich... Ich brauche mein Ding. Und dann musste ich praktisch das einfach aufgeben, dieses Let's Play. Ich hätte das Spiel gerne weitergespielt. Es ging aber nicht. Ich glaube mal, die haben die Online-Dinger oder Online-Dienste eingestellt oder sowas. Weil irgendwie hat es ja einen Grund, warum es nicht mehr startet. Ne? Jetzt gibt es ja dieses komische andere Spiel, nämlich dieses United, glaube ich. Und das will ich jetzt als Let's Play machen. Das ist auch so ähnlich wie das Spiel, was ich jetzt auch, also wie Asphalt Legends 9. Das ist halt genau dasselbe, nur halt mit einem anderen Namen gefühlt. Und vielleicht auch ein bisschen anders, ne? Man weiß es nicht. Aber ich habe das, ich habe da Bock, das zu spielen. Ich muss bremsen, weil ich muss hier wieder rechts. So. Ja, also da kommt dann auf jeden Fall auch Videos von dem Legend, Asphalt Legends. Das ist auch ein sehr geiles Spiel, das habe ich auch immer so gerne, also so geile Let's Plays hatte ich da immer. Das hat schon gebockt, das Spiel zu spielen. Vor allen Dingen, ich spiele ja auch die Karriere, also ich spiele jetzt nicht hier irgendwas anderes. Ich will schon, wenn dann die Karriere oder Stories von den Spielen spielen. So wie jetzt bei Eurotoximada 2 ist was anderes, weil da gibt es keine Story und keine Karriere, also... Tja, da kann man keine Story spielen. Und ja. Deswegen. Warum fahr schneller? Ich fahr den sonst... Fahr den LKW sonst rein. Na, auf jeden Fall kommen da geile neue Spiele auf euch zu nächste Woche. Also nächste Woche kommen schon die neuen Spiele. Eigentlich sollten die diese Woche schon kommen, aber ich habe tatsächlich einfach keine Zeit gehabt, was anderes zu drehen. Vor allen Dingen muss ich auch wieder von den 17. bis zum 20. wieder vorproduzieren. Weil da wieder Besuch kommt, beziehungsweise ich keine Zeit habe, die Videos dann an dem Tag zu drehen, wo ich das ja normalerweise mache. Und ja. ey. 23 Kilometer noch. Genau, 30.000 Euro sehe ich gerade. Das ist übrigens ein anderes Profil. Das Profil mit den Millionen habe ich noch. Da kommen aber keine Videos mehr auf diesem Profil. Ne, es kommen ja generell keine Videos mehr von Eurotoximada 2 nächste Woche.
Da kommt dann das Abschiedsvideo. Und dann ist praktisch über Taxonauta 2 Let's Play zu Ende. Ich habe auch ehrlich gesagt, langsam macht es auch nicht mehr so viel Spaß, weil ich fahre halt hier hin und her. Und ja, das ist halt so. Es hat auch einer in meinen Kommentaren geschrieben, ich soll mal irgendeine Route fahren. Ich habe allerdings einfach vergessen, welche Route ich fahren soll. Der das geschrieben hat, schreibt das nochmal rein. Vielleicht mache ich das als Abschiedsvideo, sag ich mal. Oh, ist es rot. Perfekt umfahren. So fährt man an der Kaffee. Boah, das ist so nervig, dass es hier rumleckt. Das ist echt nicht geil. Das feiere ich null. Oh, jetzt hör auf rumzulecken. Ja, das macht schon wieder meinen kompletten Spaß weg. Ich bin froh. Also ich bin schon froh auf eine Art, dass ich das Let's Play dann beenden werde. Ja. Oder das hier wird das Video schon wohl, was ich. Ich glaube, das hier wird das Video schon. Weil das ist absolut nervig. Und ich habe auch irgendwie gar keinen Bock, jetzt noch ein Abschiedsvideo über dieses Spiel zu drehen. Weil das legt dann halt da auch nur rum. Und ich glaube, dann mache ich das hier, das Video jetzt als Abschiedsvideo. Ja, glaube ich. Ja, ich glaube, ich mache das als Abschiedsvideo, Leute. Also ich glaube, das hier wird jetzt schon das letzte Video. Das heißt, nächste Woche kommt kein Euro Truck Simulator 2 mehr. Es liegt aber auch einfach daran, dass es rumleckt. Also wenn das Spiel nicht so rumlecken würde, dann würde ich das auch noch weiter spielen. Aber ja, es leckt nur rum. Ich werde es wahrscheinlich wieder spielen, wenn ich meinen neuen PC habe. Also wenn ich meinen neuen PC habe, werde ich wahrscheinlich wieder Euro Truck Simulator 2 und sehr viele andere Spiele spielen, aber so werde ich jetzt erstmal die Let's Plays oder das Let's Play von Euro Truck Simulator 2 mit diesem Ziel hier beenden. Leute, wenn euch das Let's Play Euro Truck Simulator 2 gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag, Leute. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.